Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Story. Im letzten Part haben wir uns um einen weiteren kleinen Auftrag gekümmert und ich war auch noch mal kurz im Digilab nach dem Part. Allerdings hat sich da noch nicht wirklich was getan. Wir stehen zwar wirklich kurz vorm Ultra-Level, also zwei haben wir ja schon, aber alle anderen müssen, glaube ich, überwiegend Level 30 einfach erreichen und haben so 26, 27. Dementsprechend, da fehlt nicht mehr viel. Aber eben noch so ein bisschen, und da wir in letzter Zeit nicht so oft gekämpft haben, müssen wir da noch ein bisschen drauf warten, leider. Bin da auch total heiß drauf, gerade weil ich bei manchen Digimon auch noch gucken muss, wie viel Fähigkeitswert die fürs Mega-Level brauchen, um dann weiter zu planen. Und deswegen, ich würde schon gerne gucken, aber ich kann noch nicht. Deswegen schließen wir erstmal den Auftrag ab und gucken, was dann passiert. So. Hätten wir das auch? Oh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Hackerlehrling, ich komme halt echt nicht davon weg. Meine Güte, bin ich irgendwann vielleicht auch mal zumindest kein Anfänger mehr? Speichern? Das klingt, als würde irgendwas Großes auf uns zukommen, aber ich habe gerade gespeichert, von daher gesehen alles gut. Dann bin ich jetzt ja mal sehr gespannt, wenn das Spiel das jetzt schon so anbietet. Tut mir leid, dass ich dich so plötzlich angerufen habe, Ryuji. Kein Problem. Wollen wir? Klar, das System des Kunden zeigt Fehler an und nichts hilft. Es wird vielleicht angegriffen. Wir sollten uns beeilen. Kriegst du keinen Ärger, wenn du auf der Arbeit so rumgähnst? Keine Sorge, Schätzchen. Ich verstehe mich gut mit dem Inhaber. Aber sag mal, sollen wir nach der Arbeit nicht was essen gehen? Tut mir leid, aber ich habe heute Nachtschicht. Hoppla, willkommen. Wie viele Stunden dürfen es sein? Na, wie läuft die dunkle Pilgerfahrt, Kids? Na, das hört sich doch mal nach was an. Ihr rockt hier mehr ab als in meinen Konzerten. Wenn ich einen Song über dich schreiben müsste. Die Nacht ist schwer, morgen geht's hoch her und ich kann nicht schlafen, Baby. Es ist wie das Lampenfieber vor einer Live-Show. Kapiert ihr, was ich euch verklickern will? So, jetzt wo meine teuflischen Kids in Stimmung sind, gibt's meinen neuen Song. Du bist der beste Jimmy Ken. Ich könnte darauf dankend verzichten. Nicht nur du, Keisuke, ich hatte ihn nämlich schon wieder verdrängt. Wohl hier ist? Ich soll lieber bei Saxon nachschauen. Kapitel 6: Mädchen mit Beziehungen.
Ah, okay. Ohne Trophäe, sehr schön. Ich hatte mich ja schon gewundert, dass wir wirklich so lange in Kapitel 5 unterwegs waren und habe mich gefragt, wann kommt der nächste große Schnitt? Aber scheinbar haben wir Kapitel 5 entspannt ausklingen lassen mit den ganzen Aufträgen und nun geht's weiter. Die Aushilfe ist ja süß, Finger weg. Ach, ich schnapp mir Erika oder so, aber keine Chance. Chitose finde ich auch eine schöne Antwort. Ah, liest du Mangas? Na, ich schon. Nehmen wir das Oberste. Das klingt nämlich so, als könnte ich es nicht aussprechen. Perfekt. Was ich ganz interessant fand, dass das Kapitel so ein bisschen alltäglich startete. Ich habe erst gedacht, okay, das mit Ryuji könnte wichtig werden, aber scheinbar sollte das nur zeigen, dass jeder so ein bisschen seinem Alltag nachgeht. Ryuji übernimmt Aufträge, Chitose arbeitet überwiegend im Café oder flirtet ein bisschen und Erika hat vermutlich ihre Behandlung im Krankenhaus. Das sah echt, ja, also ist ähnlich wie im wirklichen Leben, diese Röhre, wo man sich eben reinlegt, wo alles gescannt wird und so. Das gibt's ja wirklich so. Aber es sieht halt trotzdem so besorgniserregend aus, sie da so liegen zu sehen. Und dann quasi die nächste Szene direkt Jimmy-Kind, das war so, theatralische Stimmung dann doch wieder zerstört, so ein bisschen. Aber ja, jeder geht zu seinen Aufgaben nach. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Das Kapitel hier heißt Mädchen mit Beziehungen. Ich würde jetzt mal spontan auf Yuko tippen. Weil ich sag mal, aufgrund ihrer Position bei Kamishiro hat sie vermutlich auch Beziehungen. Könnte natürlich auch auf Erika zutreffen, wenn die da Connections hat oder auf wen auch immer. Also mir würden da doch eigentlich viele Damen einfallen, aber spontan würde ich jetzt mal Yuko sagen. Seit den Gerüchten zum Kontendiebstahl sind alle besonders wachsam. Deshalb konnte ich keine Opfer finden. Langsam wird das Geld knapp. Oh, aber das Versteck sieht echt schön aus, muss man sagen. Ich habe gerade schlechte Laune. Geh weg oder ich hacke deinen Account. Lass mich in Ruhe oder ich tritt hier sonst wohin. Warum sind die alle so unfreundlich? Aber nun gut. Dann auf zu Saxon. Aber stimmt, das mit Jimmy-Kin war ja ganz, ganz wichtig, weil wir ja auch mit K in Kontakt gekommen sind und Doppelagent spielen sollten. Und das wurde bis dato gar nicht wirklich aufgegriffen. Mal gucken, ob da jetzt vielleicht ein bisschen mehr zukommt. Ah, okay, hier haben wir Anhaltspunkte. Ansonsten ist hier nichts mehr. Kann ja irgendwo immer was rumliegen. Huch, das war schön, dass das Geräusch gerade dann kam. Gut möglich, dass du ein Doppelagent bist. Wenn du den Demons Informationen über uns verrätst, bist du dran. Okay, hatte ich nicht vor. Hast du von einem Cyberdetektiv gehört? In Kowloon habe ich zuletzt oft von ihm gehört. Ich frage mich, wie diese Person so ist. Tja, dann solltest du vielleicht mein Let's Play zum ersten Teil schauen. Ich habe gehört, da kommt besagter Cyberdetektiv vor. Jetzt sehen wir den auch mal. Beim letzten Mal, aufgrund der Aufnahmeprobleme, haben wir ihn ja nicht gesehen im Let's Play. Verflixt gut gemacht. Danke, dass du mich gefunden hast. Ich bin Victor Uchida. Hast du mich in dieser Menge leicht gefunden? Welche Menge? Eine Medaille. Lebenspilz. Bis zum nächsten Mal. Schau nach dem V. V-Roulette. Was ist denn ein Lebenspilz? Muss ich mal gucken. Hier. Erhöht die maximale TP. Oh ja. Ich hätte gerne was, was den Abi-Wert erhöht, aber ich glaube, die Items sind auch verdammt selten gewesen im ersten Teil dafür. Yugo ist nicht hier. Er kümmert sich um die Vorbereitung zur Vernichtung der Demons. Das klingt gut. Jimmykin hat vorgegeben, auf der Seite von Saxon zu sein, aber es hat nicht lange gedauert, bis er sein wahres Gesicht gezeigt hat. Ach, das ist ja Faye. Hey du, lass uns einen Moment reden. Ich werde mich in Kowloon umsehen. Hilf mir. Klappe zu und mitkommen. Ich will außerdem was mit dir besprechen. Da fällt mir ein, der Hacker, der vor dem Sicherheitswall stand, der vor dem Sicherheitswall, naja, stand ist weg. Das ist die perfekte Gelegenheit, um den Sicherheitswall zu durchbrechen und weiter hinunterzugehen. Ist das grammatikalisch so korrekt? Ist halt immer schwierig, wenn da ein englisches Wort steht, da einen Artikel vorzupacken, ne? Von daher gesehen,
Wird das schon irgendwie so passen, aber es klingt komisch. Nein, ich will hier nicht weg. Aber interessant. Ich glaube, das könnte so ein typischer Fall sein von wir reden beim Laufen, wie Arata, und wir reden dann irgendwo später. Bin ich ja mal gespannt, was sie besprechen möchte. Ob es da wirklich um unseren Auftrag als Doppelagent geht, vielleicht auch um die Vernichtung der Demons, weil ich meine, wenn Yugo da wirklich schon am Vorbereiten ist, vielleicht, ne, haben sie da auch eine Aufgabe für uns. Da bin ich mal gespannt. Aber prinzipiell mag ich Faye. Die ist halt ein sehr direkter Mensch, aber sie ist auch wahnsinnig episch. Und ich meine, so ein Tiger Vespermon dabei zu haben, finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Team habe ich umgestellt, wie ihr seht, weil ich mal Abwechslung wollte. Und wie schon mal gesagt, wir müssen sowieso noch alle Digimon trainieren, damit die wirklich letztendlich aufs Ultra-Level debütieren können. Von daher gesehen, war es eigentlich egal. Also die meisten, gut, ein paar Ausnahmen haben wir, die sind dann noch bei Level 20 oder so. Aber ansonsten dümpeln die alle so 25 bis 29 rum, überwiegend. Und müssen dann auf jeden Fall Level 30 erreichen, um zu digitieren. Klar, manche müssen auf jeden Fall noch ein bisschen hoch und runter digitieren. Gatomon zum Beispiel, also wird leider nicht lange auf dem Ultra-Level bleiben. 40%, okay. Ah, sehr schön, du greifst mit an. Finde ich gut. Wobei, oh doch, du machst ein bisschen Schaden, er kommt nur langsam. Wie gesagt, klar hätte ich gerne jetzt schon die Ultra-Level-Digimon, weil ich glaube, so langsam könnte ich die gebrauchen. Weil prinzipiell von den Kapiteln her sind wir noch gar nicht weit. Also es fühlt sich irgendwie noch so an, als müsste ich gefühlt Rookie-Level-Digimon haben. Weil, wie gesagt, kapiteltechnisch ist da noch gar nicht so viel mit Kapitel 6 jetzt. Und wenn ich sehe, wie langsam sich die Story aufbaut, kommt da ja mit Sicherheit noch viel. Aber ich glaube, so von den Gegnern her könnte ich so langsam wirklich Ultra-Level gebrauchen. Ich habe aktuell keins mit, weil ich erstmal so ein bisschen trainieren wollte. Aber ja, ich freue mich schon, wenn dann alle 30 haben und die nach und nach digitieren. Ich meine, gut, wie gesagt, manche werde ich auf jeden Fall, okay, wieder zurück digitieren lassen müssen. Tun. Okay. Aber trotzdem, auf jeden Fall schon mal Ultra-Level zu haben und vor allen Dingen dann auch gucken zu können, oh, das sieht gefährlich aus, was die Bedingungen fürs Mega-Level sind, das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr wichtig für mich, dass ich mich darauf einstellen kann, okay, da muss ich noch ein bisschen was machen. Die sieht echt gefährlich aus, die Sicherheitswand, aber Legismon hat gerade Level 30 erreicht und ich weiß nicht, ob das reicht fürs Digitieren, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, du brauchst auch noch gewisse Werte. Aber ich gucke einfach mal ganz kurz. Leider noch nicht. Du brauchst noch einen Intelligenzwert von 80. Ja, also so ein Level up dann noch. Haben wir das auch schon mal geklärt. Ansonsten, gut, ihr müsst alle noch trainieren. Das auf jeden Fall. Ihr auch noch. Und du warst hier noch. Da wollte ich auch mal kurz gucken. Weil ich hatte mir überlegt, dass ich vielleicht doch mein Häschen zu einem anderen Häschen machen möchte, weil ich festgestellt habe, dass wir eigentlich gar nicht so weit von dem Intelligenzwert weg sind, wie ich gedacht hätte. Weil eigentlich ist das ja mein Sistermon, Blanc, glaube ich. Und da wollte ich ja einfach so lange hoch und runter digitieren, bis ich einen Wert von 50 habe und dann irgendwann darauf zurückgreifen. Aber irgendwie, weiß nicht, habe ich Gefallen daran gefunden, was da so draus werden könnte. Und ich mag Antylamon unglaublich gerne und ich habe keine Ahnung, zu was das werden kann. Deswegen, egal ob ich am Ende Sistermon haben möchte oder was ganz anderes, digitieren muss ich so oder so. Und deswegen, du bist aber auch kurz davor. Das ist gut. Heißt, wir drehen noch ein paar Ründchen und dann dürften wir eigentlich soweit sein, dass wir sowohl Legismon als auch unser Häschen digitieren lassen können. Ich vergesse deinen Namen immer wieder. Packen wir dich mal nach vorne. Vielleicht komme ich auch nochmal zurück, weil wenn da wirklich Bosskämpfe, interessante Maske, kommen, will ich natürlich eigentlich schon gerne Ultra-Level-Digimon dabei haben. Diese Kleidung, bist du bei Hoodie? Ich dachte nicht, dass sie das Team vergrößern wollten. Naja, manchmal ergibt es sich einfach so, ne? Ob das so geplant ist, ist die andere Sache. Ich habe Yugo vor ein paar Jahren getroffen. Damals war ich die einzige Firmenhackerin, die für den Laden gearbeitet hat. Wahrheit,
Genau gesagt wurde ich sogar zuerst zu Saxon geschickt, um Yugo zu überwachen. Mach dich locker. Ich bin jetzt mit Leib und Seele eine Saxon-Hackerin. Die Bekanntschaft mit Yugo war für mich wichtig. Seitdem liegt mein Schicksal in seinen Händen. Das habe ich dir erzählt, damit du verstehst, was mit einem Doppelagenten wie dir passiert, wenn du uns verrätst. Yugo bedeutet mir alles. Wenn du dich je mit den Demons zusammentust und dich gegen Yugo stellst, selbst unabsichtlich. Na, du hast schon verstanden, oder? Gut, solange du da im Klaren bist. Und keine Sorge, wenn du dich gut benimmst, ist alles in Butter. Ich mag so schusselige kleine Kerlchen wie dich. Die muss ich einfach ein bisschen ärgern. Ich nehme mich doch nur auf den Arm. Sei doch nicht immer so ernst. Okay. Ich meine gut, dass sie das nochmal klar gemacht hat. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht, ne? Hallo? Du wagst unser Revier mit deiner unreinen Seele zu entweihen? Wenn der schwarze Bote ruft, wirst du vernichtet. Okay. Ich sehe schon, was die hier vermutlich für Digimon haben werden. Na gut, ich würde sagen, wir kloppen uns hier noch so ein kleines bisschen durch. Und vielleicht kann man da noch mal einen kleinen Rückzieher zum Digilab machen. Das wäre ganz schön. Ja, wie gesagt, wir haben zumindest zwei Digimon in Aussicht, die doch recht bald vielleicht digitieren könnten. Wie gesagt, ich kann natürlich nie sagen, ob sie auf dem Ultra-Level bleiben werden. Weil ich habe zwar hier und dort mal geguckt, aber zum einen kann ich mir nicht alles merken. Und zum anderen, bei manchen Digimon waren wir eben noch nicht auf dem Ultra-Level. Da habe ich ja teilweise provisorisch ein bisschen was gemacht oder eben auch nicht. Deswegen muss ich da überhaupt erstmal schauen, kann ich die so lassen? Können die zum Mega-Level überhaupt werden oder eben nicht? Das ist schon mal ganz spannend eigentlich. Deswegen, ja, bin ich jetzt schon so ein bisschen aufgeregt, dass sie sich hoffentlich dann eine Medaille nach und nach weiterentwickeln können. Gibt es hier auch Digimon eigentlich? Das würde mich ja auch mal interessieren, ob es hier noch andere Varianten gibt. Oh, die sind schon ein bisschen stärker. Das finde ich gut, weil ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Orte, wo ich wirklich trainieren kann. Bislang habe ich das in dem Kowloon-Bereich gemacht, wo wir Arata getroffen haben. Da ging das halbwegs gut. Aber an Mirror Dungeons vom Digilab aus habe ich halt leider nicht so viele. Und ansonsten, ne, ist eher so mau. Deswegen, wenn ich hier sehe, dass hier schon ein paar stärkere Digimon sind, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ach, Gatomon ist so niedlich. Aber finde ich cool, dass wir Faye dabei haben. Ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Dass wir Mariuchi dabei haben oder Shitose, vielleicht später auch mal Erika mit Warbon, keine Ahnung. Also das finde ich schon ganz schön. Hi. Maskierte Maid oder Masked Maid heißen die hier, okay. Was auch immer du mir sagen wolltest. Also scheinbar halten die sich für was Besseres und sind irgendwie der Dunkelheit verfallen, wenn ich so sehe, was die für Digimon haben. Und alle, die das nicht sind, die entweihen quasi diesen Ort. Interessant. Ich meine, gut. Manche Hackergruppierungen sind wahrscheinlich ähnlich wie Saxon. Die haben sich wirklich ein großes Ziel gesteckt. Sind auch generell sehr groß, haben viele Mitglieder, haben bestimmte Aufträge oder wie Hoodie. Eher eine kleinere Gruppierung, die dann aber auch wirklich ja, sehr mobil und sehr effizient arbeitet. Ist natürlich leichter zu koordinieren als viele Leute. Und es gibt mit Sicherheit auch Hackergruppierungen, das ist schon fast wie so eine Sekte. Und so kommt mir das hier irgendwie vor. Wie so ein Haufen, weiß ich nicht, Exorzisten oder so.
Ja, da ist unser Intelligenzwert. Sehr schön. Dann schaue ich mich hier allerdings nochmal um, bis wir dort hinten angekommen sind, würde ich vorschlagen. Wobei, ich kann da abbiegen. Bevor wir abbiegen, gehe ich gleich zurück. Wusstest du, dass Freitag der 13. höchstens dreimal im Jahr vorkommen kann? Nein, aber ich habe mich damit auch nie befasst, ehrlich gesagt. Weil ich da sowieso nicht dran glaube. Man nimmt es teilweise so wahr. Manchmal vergesse ich es auch einfach. Man guckt auf den Kalender. Oh, Freitag der 13. Aber ich denke mir da nichts bei. Aber die sind echt ein bisschen creepy. Also ich glaube, alleine oder im Dunkeln würde ich hier nicht langlaufen wollen. Aber okay. Lachangriff. Mir ist das Lachen irgendwie vergangen, aber in Ordnung. Mit Tiger Vespermon, sehr schön. Ist halt schon ein cooles Digimon. Ich verstehe noch nicht ganz. Wir hatten ja Fanbimon, auch im Team, was ja die Grundstufe ist. Und das wurde dann, glaube ich, zu Waspmon oder so. Was ja irgendwie auch wie so eine Bienenkönigin oder so aussieht. Am Ende haben wir Tiger Vespermon. Das ist eher wie so eine Wespe. Das finde ich unglaublich irritierend. Aber nun gut. Oh, ich mag unser Team echt gerne, muss ich sagen. Gatomon natürlich sowieso. Sunflowmon macht mich sehr glücklich, so wie es herumläuft. Und es strahlt irgendwie auch sowas Positives aus. Lilamon mag ich unglaublich gerne. Das Problem ist einfach nur, ich werde es sehr, sehr oft hoch und runter digitieren lassen müssen. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. Deswegen hoffe ich ja, dass wir hier und dort vielleicht mal Items bekommen für den Abi-Wert. Ich fürchte nur, dass wir die erst verdammt spät bekommen werden und ich bis dahin vielleicht mich schon so durchgequält habe. Aber ja, und mit Hackmon bin ich auch super zufrieden. Ich hätte prinzipiell Hackmon unglaublich gerne im ersten Teil schon mitgenommen, weil ich super süß finde und sein reguläres Mega-Level auch geil finde. Aber ist halt immer so ein bisschen grenzwertig, wenn du instant vom Rookie-Level aufs Mega-Level springst. So fürs Gameplay, sag ich mal. Deswegen bin ich doch sehr, sehr froh, dass es hier noch ein paar Zwischenstufen bekommen hat. Und Bau-Hackmon finde ich zum Beispiel sehr episch mit dem Cape. Auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal. So. Wir hätten zum einen Lekismon, was alle Digitationen offen hat. Wir hatten ja diese Digitation auch schon mal. Ich weiß gar nicht, ob wir die im Kampf schon mal gesehen hatten oder ob ich sofort zurückdigitiert bin. Ich meine letzteres, aber nagelt mich nicht drauf fest. Dementsprechend Kreskmon, so würde ich es jetzt mal aussprechen, wäre dann auch das reguläre Ultra-Level. Es war halt als Lunamon unglaublich süß und wird jetzt so ein bisschen mehr episch, würde ich sagen, und weniger süß. Aber das Rosa bleibt zumindest. Hat dann auch einen Fähigkeitswert von 25, ist auf jeden Fall eine ganz gute Ausgangsbasis und eigentlich sehr durchwachsene Stats, sag ich mal. Ist jetzt nicht so, dass einer überragend ist und einer super schlecht. Kann auf jeden Fall sowohl physisch als auch speziell angreifen. Dementsprechend, auch wenn ein Thylamon cool ist, würde ich mich dann dafür entscheiden. Zack! Also wie gesagt, Lunamon finde ich super süß. Lekismon ist auf jeden Fall auch ein Favorit von mir. Bin ich super happy mit. Aber ja, ich glaube, damit kann ich auch ganz gut leben. Du hast den verrückten Tanz. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. 100 Wasserschaden, 50 Chance auf Verwirrung und der Schaden von Wasser- und Lichtfertigkeiten wird erhöht. Sehr schön. Ja, schieben wir dich nochmal kurz hier rüber. Aber dann will ich hier nochmal eben kurz gucken. Du konntest, genau, zu Kentaurusmon werden, was ich jetzt nicht unbedingt anstreben wollte. Zu Kerpimon, was ich eigentlich sehr gerne mag. Und zu Dianamon. Und Dianamon ist vermutlich auch die reguläre Digitation, sieht man ja auch am Typus. Dass das vermutlich am ehesten hinkommt, passt natürlich nicht immer, aber ich glaube in dem Fall. Und ja, Level 55... Geschwindigkeit 130, Intelligenz 130, Verteidigung 120. Geschwindigkeit und Intelligenz, okay. Bei Verteidigung müssen wir vermutlich ordentlich nachhelfen. Aber ja, ich meine, man denkt sich so, oh, Mega-Level ist gar nicht so weit weg mit Stufe 55. Aber ich glaube nicht, dass 55 reichen wird, wenn ich sehe, wie viel Verteidigung wir brauchen. Aber zumindest der Fähigkeitswert stimmt. Deswegen darfst du auf jeden Fall auf dem Ultra-Level bleiben. Sehr schön. Dann kommen wir zu Hackmon. Du bist auch bereit zum Digitieren, das finde ich toll. Gut, hier brauche ich natürlich den B-Spirit. Keine Ahnung, wann ich den bekommen würde. Rice Greymon wäre auch eine Möglichkeit. Hätten wir sogar fast, abgesehen vom Kammwert. Aber da das vermutlich auch wieder die reguläre Digitationslinie ist und mir Hackmon gut gefallen hat und Bau Hackmon auch, würde ich da auf jeden Fall gerne reingucken. Kenne ich ja auch noch nicht. Da bin ich mal gespannt.
Hauptsache, das Cape bleibt. Das ist das Allerwichtigste daran. Bitte sei episch. Oh. Also ich meine, Hackmon zu Bau-Hackmon hat sich ja nicht so extrem verändert. Aber jetzt ist es auf zwei Beinen und sieht schon mal ein bisschen mehr aus wie sein reguläres Mega-Level. Savia-Hackmon. Einen guten Angriffswert auf jeden Fall. Dreizack-Degen. Aha. Erhöht Angriff um 50%, wenn die TP unter 10% fallen. Interessant. Zu was kannst du denn dann werden? Ja, zu zwei Unbekannten. Aha. Aha. Da habe ich natürlich... Ich habe jetzt bei Jessmon extra nicht geguckt. Ich habe schnell durchgescrollt. Da habe ich natürlich schon mal den passenden Fähigkeitswert für. Für Nummer 1 und Nummer 3. Oh, ich habe es geahnt. Jessmon ist halt einfach ein Royal Knight, ne? Ja gut. Kamm kriege ich hin. Geschwindigkeit 180, Angriff 180. Das sollte auch nicht das Problem sein. Das sind deine stärksten Werte. Aber natürlich... Ui, das sieht schon episch aus. Einen Fähigkeitswert von 80 zu erreichen. Ich meine, er ist schon extrem hoch mit 49. Das muss man ihm lassen. Aber das ist unschön auf jeden Fall. Muss ich mir überlegen, ob ich dich direkt zurückdigitieren lasse oder erst später. Ansonsten, du brauchst noch ein bisschen Training. Ich glaube, du brauchst Level 30. Du kannst digitieren. Aber du kommst immer noch nur auf Fähigkeitswert 39. Das ärgert mich so ein bisschen. Weil prinzipiell müsste es doch so sein, wenn du mehr levelst, dass du auch mehr Fähigkeitswert dazu bekommst. Oder vielleicht, da warte ich nochmal ein Momentchen, und du brauchst auch Level 30. Okay, bei dir weiß ich, du brauchst auch 30. Ihr seid ja schon fertig und du auch. Und dann hatte ich dich noch hier mit den ganzen Ersatzbank-Digimon hingepackt. Und Cubimon ist auch noch hier. Moment, schieben wir Cubimon erstmal wieder zurück für die Ordnung. Du brauchst eh Level 30. Was ist mit dir? Oh, sehr schön, es reicht. Heißt, du bist schlau genug. Die Sache ist, seine Fähigkeit ist prinzipiell nicht dazu ausgelegt, dass er Intelligenz dazu bekommt. Deswegen hat er auch so viel Geschwindigkeit bekommen, dass es eben seine Persönlichkeit behände. Aber der Anführer der Farm hat intelligent oder so einfach als Persönlichkeit. Und deswegen habe ich parallel dazu auch noch Punkte mitgelevelt. Und ich glaube, es ist hier eventuell so. Ich ging erst davon aus, er hat jetzt ja 75 Intelligenz und 15 Bonuspunkte, dass er dann quasi bei 90 ist, dachte ich erst. Aber es ist scheinbar so, dass diese 15 schon in den 75 mit drin sind. Was ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil genauso war, aber ich hatte es nicht mehr so auf dem Schirm. Heißt, du kannst auch digitieren. Das gefällt mir. Antylamon. Dich habe ich auch noch nie gehabt. Dürfte auch die reguläre Digitation sein, sieht zumindest so aus. Von Lopmon auf jeden Fall. Ah, ich bin mal gespannt, zu was du so werden kannst. Yay! Ah, Fähigkeit 28, Hasenklingen. Ja, stellt bei jedem Zug 5% der maximalen TP wieder her. Das ist nett. Dich schiebe ich auch erstmal wieder rüber. Für die Ordnung. Nein, ich wollte dich schon... Nein! Ich wollte dich schon dahin schieben, so. Und dann gucken wir doch mal, was du werden kannst. Das eine Ding. Also du kannst auch zu Kerpimon werden, was ich schon mal eigentlich ziemlich spannend finden würde. Könnte auch die reguläre Digitation sein, eventuell, wenn man das so sagen kann, weil es hat auch Hasenöhrchen. SP 120, Intelligenz 145. Ja... Ja, also Geschwindigkeit hast du auf jeden Fall mehr als genug. Aber da kann ich auch ein paar Bonuspunkte später wieder wegnehmen. Ja, dich sowieso nicht. Naja, aus Gründen. Dianamon habe ich schon. Das könnte potenziell die dunkle Variante von Kirpimon sein. Was auch mal ganz spannend wäre. Da brauche ich sehr viel TP, sehr viel SP. Aber so oder so brauche ich 40 Fähigkeitswert für beides. Heißt, ich müsste da auf jeden Fall auch nochmal zurückdigitieren. Dementsprechend, Antylamon müsste nochmal zurück. Savia Hackmon sowieso. Und bei dir müsste man halt mal gucken. Aber okay. Ich überlege halt, ob ich für den nächsten Part hier in dem Gebiet noch ein kleines bisschen trainieren möchte. Weil die sind einfach so kurz davor, dass es vielleicht ganz cool wäre, ein paar wieder hochdigitieren zu lassen, die dann auch wirklich da bleiben können. Und die Kandidaten, die eben noch nicht den passenden Fähigkeitswert haben, wieder zurück
Weil jetzt, wie gesagt, so ein paar Ultras hätte ich schon gerne. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, es wird langsam. Und Digilab hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, deswegen dachte ich mir, kann man mal im Part machen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Digimon Story. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.